L'après-midi, andiamo, forza! Che togli il peccato a mondo. Adesso non la schiena di mani. Questa non manca, ma va l'anno senza. Herzlich willkommen zu Far Cry Primal. Wir befinden uns auf der Mammutjagd und sollen in der Hocke bleiben und Daizo folgen. Dann werden wir uns den Vorgänger des Elefanten mal vor die Brust nehmen, wenn er dasselbe nicht mit uns tut. Mama Freudamas, Tadubi Dashimas, Tu Hadamas. Genau. Ein kleines Mammut von der Herde trennen, essen. Ich bin bei dir, mein Bruder. Keine Sorge, eieiei. Selbst die Kleinen sind doppelt so groß wie ich. Frage mich ein bisschen, was passiert. Wenn ich jetzt aufstehen würde, einfach mal nicht mehr in der Hocke bleibe. Ich glaube, die würden durchdrehen. Und wir würden zum Matsch bearbeitet werden. Shamsha Dagar, no Mashwantar, Purha Shitaugash. Schnapp sie euch. Okay, ich hab nur ein. Goddammit.
Ist das Feuer? Ich habe nur einen Speer. Ah! Und jetzt ist mein letzter Speer. Ich habe den Anfang schon eingespielt, angespielt. Danke für die Speere. Um mal zu schauen, wie das Spiel läuft, ob es überhaupt läuft, denn da hatte ich am Anfang ein paar Probleme mit, die relativ viele, die ich gelesen habe. Und deswegen. Goddammit. Und deswegen kenne ich jetzt den Anfang, die Mammutjagd und ein. Entschuldigung, aua! Ein kleinen Teil danach. Schon, aber nicht sonderlich viel, denn ich wollte mich überraschen lassen. Ich habe auch keinerlei Videos von diesem Spiel gesehen, muss ich sagen. Was ziemlich, was ziemlich verwunderlich ist, weil das überall war. Stirb jetzt. Es tut mir voll leid, aber naja, ihr kennt das ja, ne? Kein Problem, Keule. Ah, da können wir ein paar Tage von leben, glaube ich. Du Schlaudrangwasch. Oh oh. Er kann da auch ein paar Tage von leben. Okay, Jungs, ich glaube, wir haben ein Problem. Jawohl. Dalzo, mein Kumpel. Takar. Oh oh. Wow. Au. Au. Ende. Okay, das waren. Und der coole Gitarrenriff im Hintergrund. Guten Morgen, Tucker. Und hallo, Dalzo. Den hat sie mich ein bisschen stärker erwischt als uns. Unschwer zu erkennen. Mein Shanchita, Tucker. Schlaudragwasch. Ach ja. Und schon die ersten Opfer auf unserer Seite. Jetzt sind wir alleine. In dieser urzeitlichen Welt. Und müssen. Und seine Waffe bauen und uns vor dem Tiger in Acht nehmen. Gut, fahrt nach Oros. Wir können endlich. Ja, wir machen ja gleich einen Bogen. Wir müssen Zeug sammeln. Moment, da. Wie gesagt, ich habe den Anfang schon ein bisschen gespielt. Einfach weil ich es auch nicht abwarten konnte. Ich kam nicht zum Aufnehmen, aber so, weil die Zeit gefehlt hat. Sei jetzt ruhig da oben, okay? Friss deinen Mammut, was du uns geklaut hast, und sei glücklich. Dämlicher Tiger, ey. Das kriegst du zurück, glaub mir mal. Seltene Schilf. Seltene. Kann ich die wieder ausbuddeln? Nein, kann ich nicht. Will ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mich aber wirklich auch schon lange auf kein Spiel so sehr gefreut wie Far Cry Primal, muss ich sagen. Ja, Jägerblick können wir auch mal zeigen. Ja, er kann. Ja, ich kann auch spielen mit Jägerauge. Nehmen wir noch ein bisschen schiefer mit. Wie gesagt, den Anfang kenne ich soweit. Ich kann Bogen schon herstellen. Ich dachte, ich bräuchte noch einmal schiefer. Egal. Bogen. Die ganzen Menüs und das gehen wir dann im Laufe des Spiels mal durch, wenn wir es gerade brauchen. Jetzt am Anfang müssen wir erstmal. Folgen wir erstmal dem, was uns gesagt wird. Und dann kriegen wir das auch hin. Ich werde höchstwahrscheinlich ein ziemlich durchgängiges Let's Play hiervon machen.
Erstmal los geht's. Ja, erstmal muss ich jetzt noch Items einsammeln. Danke. Jagd. Um effektiv zu jagen, nähere dich langsam der Beute und drücke B zum Ducken. Halte den rechten Bumper für den Jägerblick gedrückt, um Tiere oder Blutspuren in der Nähe zu markieren. Geh nicht zu nah ran. Einige Tiere fliehen, wenn sie dich entdecken. Kann ich durchaus verstehen. Ich nehme am Anfang immer so ein bisschen Items und Rohressourcen mit. Also Holz und sowas. Ich muss hier mal eben hoch. Tiere. So, hier sind nämlich Schafe oder Ziegen in der Nähe. Da hinten sieht man sie rumwackeln. Und wir gehen mal hier links lang. Kopfschuss! Hier brauche ich nichts ausspüren, da weiß ich, wo das Vieh hingeflogen ist. Den Pfeil nehmen wir natürlich mit. Ach ja. Und jetzt heilen wir uns erstmal. So! Knochen, Tierhaut, easy going. Da sehe ich doch schon das nächste Opfer. Auch wenn ich es jetzt. Ich habe, glaube ich. Bis ein Stückchen, also bis zum ersten Lager habe ich gespielt. Und ich muss sagen, dieses. Was ist das denn? Dieses Jagdsystem hat mir so gut gefallen. Ich stehe auf sowas. Get damn it! Der war scheiße. Egal, dich kriegen wir. Ist der erste daneben gegangen? Ist aber schon zusammengebrochen, oder? Ja, ich sehe dich noch da liegen. Alles klar. Ich hätte vielleicht jetzt nicht hier einfach reintrampeln sollen, oder? Gott verdammt. Egal. Ziege häuten. Unseren Holzweil haben wir wieder. Einen haben wir jetzt verloren. Naja, gut, man kann nicht alles haben. Ich glaube, ich habe jetzt meine Ziegen ein bisschen verscheucht. Da oben sehe ich noch eine. Ist doch... Bist du? Nein, du bist doch keine Ziege, oder? Nein, der hat mich auch gewundert. Was ist das? Kann ich hier hochklettern? Ich kann hier hochklettern. Okay. Da ist die tote Ziege. Ich brauche aber jetzt noch eine lebende. Jedenfalls für kurze Zeit. Aber ja, das ist Far Cry. Wir können mal kurz in die Menüs reingucken, wo wir gerade ein bisschen Zeit haben. Wir nehmen uns Zeit für das ganze Spiel. Ich habe da so lange drauf gewartet, bis ich endlich in der Lage war, es zu spielen. Da kann ich das auch übernehmen. Hier sehen wir noch Figürchen. Relativ viele. Wir sind momentan Takar. Primitive Takedowns. Klar, warum auch nicht? Jägerblick, den haben wir ja schon. Und über den Boden rutschen. Okay, das gucken wir uns später an. Wenn es dann irgendwann mal soweit ist, weil sonst komme ich. Ich muss jetzt erstmal die Jagd und so fertig kriegen. Goddammit. Ich habe ihn verscheucht. Ich habe ihn nicht gesehen. Komm her, du blöder Ziegenbock. Wenn ich die Geräusche von Predator machen könnte, würde ich die jetzt... Nein! Falscher Knopf, den wollte ich haben. Danke! Dafür. Jetzt könnt ihr weglaufen, ich erlaube es euch. Holzpfeil und Ziegeholz. So, haben wir das auch. Die Nacht kommt? Alter, es ist helllichter Tag. Aber wir finden einen Unterschlupf. Der war, glaube ich, hier oben, oder? Oh, oh. Wenn ich das so höre, brauchen wir doch einen Unterschlupf. Und zwar einen Atomschutzbunker oder sowas. War das nicht hier? Yeah. Lagerfeuer. So, bis hierhin habe ich gespielt. Also bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja, tut gut mal wieder ein bisschen, einfach mal laid back und ein bisschen Action auch auf dem Kanal zu bringen. Ich meine, Portal Knights und Life is Strange und so macht Spaß, aber das ist doch mal wieder eine ganz andere Abwechslung.
Feuer. Ich stehe auf sowas im Wald sitzen. Ja, Pfeil. Gemacht von Venya. Genau, wir folgen denen. Das in der Nacht natürlich auch überhaupt nicht dumm ist. Okay. Ich kann eine Keule herstellen. Sehr geil. Da will ich gar nicht hin. Da, Moment. Wir machen eine Keule. Schaden, Haltbarkeit, Geschick. Besonderheiten, Sprung trifft mehrere Gegner. Wurf betäubt Gegner. Kommen in der Geschichte voran. Okay. Sollen wir rechts an? Okay. Wir haben eine Keule. Also noch nicht, wir bauen uns eine. Aber ich stehe sowas, wenn du irgendwo so im Wald bist, da du campen oder sowas. Ich nenne es jetzt einfach mal campen und dann am Lagerfeuer sitzt. Das ist schon geil. Kann man nicht anders sagen. Feuer. Keule, Antchen. Feuer. Jägerblick. Da muss ich lang. Aber ich... Ich sammle vorher noch ein bisschen Holz. Man weiß nie, das brauche ich, das Hartholz brauche ich nämlich, um Lagerfeuer und ähnliches zu machen. Ich meine, ich werde zwar genug davon finden, aber es kann nie schaden, dass dabei Tasche für Hartholz fast voll. Das ist in Ordnung. Okay. Cool. Fackeln wir das halt alles ab. Kann ich die Waffen wechseln? Oh, ich brenne selber. Oh Gott. Was bist du? Ich will meine Waffe nicht entzünden. Ich will wissen, was das ist. Und warum es mich anguckt. Weg ist er. Es brennt immer noch. Okay, gut zu wissen. Warum hat der mich nicht... Greift der mich gleich an? Goddammit. Wo sind die Spuren? Hier sind die Spuren. Jetzt sind sie hier. Nimm mir gleich in den Rücken, spring, kriege ich einen Herzinfarkt. Ich weiß es jetzt schon. Dann gehen sie hier lang. Okay. Hier kann ich runterklettern, oder? Da haben sie anscheinend ein Feuer gebaut. Ja. Suchen wir mal, ob wir irgendwas finden. Kampf, okay. Hier wurde gekämpft. Wurden sie angegriffen von dem komischen Tiger da oben wahrscheinlich, ne? Ja, ich nehme das Schiefer mit. Eieiei, okay. Das scheint der größte Feind von uns zu sein. Hier sieht es nach Blut aus. Da. Was ist das? Ist so ein Wolf-ähnliches Vieh? Ist der tot? Sieht ziemlich tot aus, weil er bewegt sich nicht. Okay. Haben sie dich getötet, hä? Ja. Erlegt von einem starken Winja. Okay. Das heißt, wir sind auf der richtigen Spur. Ja, kommt da her. Wer will mich holen, hä? Hier, kriegt einer von Mütze, kriegt ihr. Komm her hier, du Nuss. Darf die mich nur nicht umzingeln lassen. Komm her. Es brennt noch nicht mehr lange. Komm her. Was wollt ihr, hä? Wer von euch will mich holen, hä? Hier, komm. Mach einen Abgang. Mach einen Abgang. Arschloch. Muss hier hoch. Los, weg da. Meine Keule brennt noch nicht mehr so lange. Mistvieh hier. Hier gehen aber schon die Spuren lang, ne? Okay.
Nicht, dass ich hier in die vollkommen falsche Richtung laufe. Okay. Das hört sich nicht gut an. Okay. Ich kann brennbares Material mit jeder Waffe entzünden. Okay. Yeah! Nehmen wir trotzdem die Keule gerade. Okay, da ist ein Feuer, das ist sehr gut. Da! Ah, du bist da runtergejumpt? Okay. Cool. Ich mag Spiele, wo man schwimmen kann. Das ist eine ziemlich komische Anforderung, aber hat halt nicht jeder. Okay, wieder entzündet. Okay, wir folgen den Venja-Spuren weiter. Was ist das? Wow. Fleisch dreimal? Knochen viermal? Tierfett. Tasche voll, du kannst nichts nehmen. Goddammit. Okay, hier haben wir... Ja, Hartholz brauche ich nicht. Hartholz habe ich genug. Okay, ich glaube, ich brauche hier nicht schleichen. Weil was auch immer mich finden will, findet mich. Blut. Okay, hier ist das... Da oben läuft er. Habt ihr gesehen? Oben rechts in der Ecke? Oh oh. Meine letzte Keule. Kann ich welche herstellen? Warum kann ich das nicht machen? Ich will aber eine Keule herstellen. Goddammit. Na? Ich glaube, er... Entweder weiß er nicht, dass ich ihm folge, dass ich zu ihm gehöre quasi. Kann ich das abfackeln? Yes! Keine Ahnung, was mir das bringen soll. Aber nun gut, ich nehm's mit. Wie soll ich da hochkommen? Ach da, okay. Wir folgen dem Venja. Da ist er lang gelaufen, wir haben ihn eben gesehen. Goddammit. Mussten wir immer meine... Puh, das war knapp. Meine Keulen ausmachen hier. Kann ich dich... Ich lösche dich mal. Ich brauche die gerade nämlich nicht so, wenn sie brennt, weil das ist meine letzte. Ich kann sie ja jederzeit entzünden. Ist ja alles gut. Okay. Das gefällt mir nicht. Was ist hier los? Wovon läuft er davon? Wahrscheinlich vor uns. Das meiste so. Ich mach dich doch mal eben wieder an. Man weiß ja nie, was kommt. Und warum kann ich das abfackeln hier? Einfach nur zur Beleuchtung, zur Atmosphäre oder... Vielleicht machen wir ein Candlelight-Dinner. Oh. Bin ich überhaupt noch auf der richtigen Spur? Ja, bin ich. Komm her! Du bist zu schnell! Warum rennst du denn überhaupt? Ich liebe dich, was? Yippie! Was ist das für Musik? Werde ich angegriffen? Sind hier Piranhas drin? Da. Das Mammuts? Nein, das ist kein Mammut. Hast du ihn gekillt? Jetzt komme ich hier irgendwie hoch. Hast du ihn... Da. Ernsthaft? Er hat ihn... Hat der Tiger ihn jetzt gekillt? Einfach so mal eben so. Und Ende. Und was soll ich jetzt machen? Tiger Dude, hast du meinen Kumpel gekillt? Nein. Was bist du denn?
Das ist einer. Das ist einer. Und da liegt einer. Seid ihr mir wohlgesonnen? Also. Hilfe. Kann ich hier speichern? Ich kann speichern und beenden. Okay, ich kann doch nicht so speichern. Was? Checkpoint? Huch. Bin ich durch Zufall auf den Knopf gekommen? Ach du Digga, Dino. Na Kumpel, bei dir alles fit? Herpes. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Mädel. Was ich gesagt habe, Mensch, dreh dich doch mal um. Frauen wollen nie. Nein, das sage ich jetzt nicht. Hi. Halt aufs Maul. Eins auf die Nase. Auf die Nase. Los. Direkt ins Gesicht. Ins Gesicht. Auf die Nase. Ins Auge am besten. Ich hätte ihm die Fackel jetzt aber sowas von auf die Nase gehauen. Einmal so. Tuck. Lass das. Dämlicher Tiger. Tja, groß, übergroße Katze spielt sich hier auf als King. Sakura. Heim. Und wer ist sie? Ist sie die? Und hat der... mächtige Venya, den ich die ganze Zeit verfolgt habe, sprich eine die? Land von Oros entdeckt. Holy shit! Das sieht geil aus. Na, Orospi? Palu. Sashwalim Shalam. Dakar Hasam. Saila. Tigri Chawasu, Tii Bayamartis. Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausam. Utakar Ulimwan. Ku Aikagwashta. Du brauchst Ohren? Ist das dein Ernst? Mi Kawa Ahatra Guama. Okay. Guama. Ja, ist ja, ich bin ja, ja, keine Widerspruch, keine Sorge, du sammelst Ohren, ich werde dir sicherlich nicht widersprechen. Warum sammelt sie Ohren, verdammt nochmal? Okay. Ich bin ja schon hier, alles gut. Ah, da. Das sind aber keine Ohren, oder? Du bist mir... Du hast Blut am Rücken übrigens. Ich wollte es dir nur sagen. Höchstwahrscheinlich... Och nein, werde ich jetzt von Bären betäubt? Oh, was ist das? Kann ich jetzt wieder, oder darf ich jetzt wieder? Udam Shajan. Winja Damsha. Ugujara. Udam. Palhu Winja. Uguana. Winja. Haiwa Guasha Santamsha Orosu. Tigri Dansha Dubu. Sakwi. Ay. Walta Lauba Akista. Ja, okay, ich kann dir Grünblätter besorgen. Du versuchst in der Zeit nicht zu sterben, okay? Alles klar, also die Udam haben also die Heimat der Venya zerstört.
und oder sind dabei. Und holy shit, sieht das gut aus. Sei jetzt doch mal ruhig da hinten, bitte, danke. Ich weiß, dass ich die beim Fluss finde. Bogen. Checkpoint, sehr gut. Ich kann Upgrades freischalten. Ich kann köchern. Rothund, ich muss Rothunde töten und Wildschweine. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Takas Höhle, Level 1, Südstein, Takas Höhle, machen wir uns eine eigene Höhle? Geil, da bin ich ja sehr gespannt drauf. Trotzdem würde ich sagen, dass es das jetzt erstmal für die erste Folge von Far Cry Primal war. So halbstündig, das passt schon ungefähr. Denn dass ich nicht wieder Stunden die Folgen bei sowas mache, das guckt sich am Ende ja eh keiner an. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Far Cry Primal. Bis dahin. Tschüss.